Willkommen zurück, die Damen, die Herren, an diesem Sonntagnachmittag, zweiter Advent und dazu der DSC, Deutscher Splatoon Cup. Ich bin hier zusammen mit Majora. Guten Tag. Hallo! Ja, wir müssen uns einfach immer noch ertragen. Zumindest für dieses Match noch, weil danach geht wahrscheinlich. Aber erstmal müssen wir ertragen. Mein Löwe, mein Bär gegen Bloodline. Weiterhin Best of 3 Format hier. Zwei sehr gute Teams, die hier gegeneinander spielen werden. Das könnte durchaus versprechen, ein spannendes Matchup zu werden. Aber wenn man mal die Vorhersage hier anschaut, steht es 71% zu 29%. Also die Leute sind sich nicht so ganz einig. Das Gute ist, am Ende entscheiden es die 8 Spieler, die wir hier jetzt sehen können in der Lobby. Wir sehen Lita, ganz klassisch Tidus, man kennt ihn. Zusammen mit Junior Splash, ein Carbon dazu, einer der neuen Waffen direkt in Action. Während wir auf den Seiten von Mein Löwe, mein Bär, Double Blaster sehen, zusammen mit Explo und Splash. Ja, vom Splash kommt er gleich auch mit der Crab Tank hier raus. Verteilt er seine Explo-Shots. Zusätzlich zum Explo dazu. Haben jetzt auch die Zone hier eingenommen. Bauen da ihre ersten Pünktchen jetzt ab. Von links will da einer kommen mit dem Crab Tank ebenfalls. Also ja, Crab Meter ist immer noch real, leider auch nach dem 2.0er Update. Jana jetzt relativ alleine hier in der Zone, wird rausgenommen vom Blaster, vom Range Blaster, um genau zu sein. Zone tickt weiter runter hier für mein Löwe, mein Bär. Tidus, der muss sich da ganz festgeschlagen geben gegen beide Blaster. Aber hier der Roller, der zieht einmal schön hier dem Range Blaster 1 über den Kopf drüber. Macht hier weiter Damage, die Zone neutral und wird jetzt von Bloodline eingenommen. Bis 48 wurde erstmal gepusht von mein Löwe, mein Bär. Wichtiger Cap an der Stelle, 48 ein guter Punkt, um anzuhalten. Die Hälfte der Zeit im Prinzip kann man sehr schnell sich wieder zurückholen und wir sehen es auch hier, wichtige Picks weiterhin für Bloodline. Die machen hier guten Druck, aber mit Vayne und all dem, was mein Löwe, mein Bär hier wieder zurück auf die Zone haut, können sie den Sela für einen Moment tatsächlich anhalten. Er ist sogar relativ lang angehalten. Und Jana hier mit einem schönen Pick in der Zone kann es weiter neutral halten hier. Er kommt jetzt von rechts. Der kam an, kann sich den Explo holen. Und ist auch mit der Range Blaster, geht da auch noch drauf auf der rechten Seite. Und somit Bloodline wieder im Besitz der Zone. Nur noch knapp 10 Punkte Unterschied vor den Scores beider Teams. Der gleicht sich immer weiter an. Und jetzt übernimmt Bloodline sogar die Führung. Wie hier gerade der Splash aber dann sich gegen den Blaster geschlagen geben muss, gegen Noctis um genau zu sein, und unterschreiten sogar die 35er-Marke und müssen jetzt schauen, wie hier mein Löwe, mein Bär wieder irgendwie reinkommt. Die letzten 25 Punkte, aber schöner Direct hier von Noctis gegen Pet. Wichtige Picks hier. Alle außer Tidus sind down. Das ist die Chance für mein Löwe, mein Bär, die Zone sich wieder zurückzuholen. Strafpunkte bei 30 sind auch recht schnell auf. Oh. Abgebaut mit dem Sniper. Oh. Den Blaster frühzeitig rausgenommen und damit Bloodline wieder in der Position, hier zurück zur Zone zu kommen. Hintmäßig und von den Waffen her haben sie auch die bessere Chance. Müssen sich nur ranarbeiten, aber mein Löwe, mein Bär hält hier gut dagegen. Sie holen sich die Picks. Ja, theoretisch eine 2 gegen 2 Situation, aber Tidus ja eher wenig aggressiv eben mit der Editor. Zu viel Range, zu wenig Nahkampf. Ja. Nahkampf-Skills in dem Fall. Und wieder nähern sich die Scores an. Jetzt sogar gleich sogar. Und hier kann sich wieder die Führung einmal umdrehen zu mein Löwe, mein Bär. Aber jetzt ist die Zone neutral. Nur noch das ist der Full Wipe. Der Explo, der letzte, der gestanden ist, wurde dann auch down genommen. Hier vom Crafting, glaube ich, müsste gewesen sein. Bloodline jetzt mit der 50er-Penalty. Bisschen drüber war es gerade noch. Diese hier abbauen müssen, bevor sie wieder. Ja, scoren können, und es sind nur noch 1,5 Minuten. Also es ist wirklich ein Zones-Match, das sich hier sehr, sehr lange zieht. Und da kommt der Crafting raus, kriegt den Pick gegen den Carbon. Wichtiger Pick und auch gegen den Splash. Und es geht auch noch der Junior down hier bei Bloodline. Zone neutral und wieder sofort umgepainted. Hier auch noch von meinem Löwe, mein Bär. Die Penalty wieder hoch auf 54 bei Bloodline. Und ungefähr dieselbe Penalty, die jetzt von meinem Löwe, mein Bär im Moment abgebaut wird. Das hier wirklich sehr, sehr gut. Mit Double Blaster hat man natürlich endmäßig nicht so viel zu bieten wie Bloodline an der Stelle.
Aber sie haben die Aggression, sie können zusammen reingehen und gerade das Team so mit Expo zusammen, dass jeder seinen Chip-Damage macht, hilft natürlich, die Kills immer wieder zu sichern. Und der Counter ist verdächtig nah daran, das Game zu beenden hier. Keine Penalty mehr, guter Snipey, der letzte Chance für Bloodline irgendwie noch ins Spiel zurückzufinden. Aber es reicht nicht. Erster Win. Das war echt ganz knapp nicht, ne. Also es war mal kurz davor, da neutral gedreht zu werden, die Zone, aber ganz hat es dann nicht gereicht und naja, Tidus alleine kann da eben mit der Elite auch nicht mehr großartig was machen. Der Snipe am Ende war zwar schön, aber war leider nicht ausreichend. Somit der erste Punkt hier für mein Löwe, mein Bär. Aber von beiden Teams sehr schön gespielt, würde ich sagen. War eine schöne Eröffnung in dieses Set hinein und es ist eigentlich das, was man von einem Zones-Match erwarten kann. Also solange beide Teams ein gutes Verständnis von dem Mode haben und miteinander gut absprechen, dann sieht das genauso aus. Cap, Counterpush, Recap, schönes Hin und Her. Beide Teams ja bei 9 bzw. 16 Punkten dann gewesen. Auf Augenhöhe ein Duell. Und ich glaube auch Tower Control auf Hagelfish dürfte gutes Spektakel. Ja, wenn ich da mal an Bloodline und Tidus denke mit der Editor, der wird hier auf jeden Fall seinen Spaß haben. Das wird dem nämlich heftig in die Karten spielen bei so einer Map und so einem Mode, wie es eben Turmkommando und Schnappchen Bazaar zusammen ist. Also die Editor, die ist wie so eine Spielwiese, weil es ist im Endeffekt wirklich eine sehr offene Map, also wie eine Wiese und du kannst ja überall hinschießen. Mal schauen, was da eben mein Löwe, mein Bär dagegen macht. Sie hatten jetzt zwei Blaster dabei. Blaster grundsätzlich auch gut auf Turmkommando, kannst schön da Leute vom Tower vertreiben und auch da ein paar schöne Kills beim Tower holen, deswegen wird es relativ gern genommen. Und so wie ich Noctis kenne, bleibt er auf jeden Fall auf einem Blaster. Gerade haben wir zwar nicht den Range Blaster von ihm gesehen, sondern den normalen Blaster, aber sie hatten trotzdem den Range Blaster dabei. Allerdings von einem anderen Spieler, weiß nicht genau welcher das war. Nichtsdestotrotz, wir sehen den Luna Blaster jetzt von Noctis, das finde ich schon mal sehr interessant. Und auch eine Elite auf beiden Seiten tatsächlich. Wir haben jetzt hier so ein kleines, das ist auch immer so ein Show-Off. So ein klassischer Western, Liter gegen Liter. Und Diesel, auch einer der Spieler, der ist vertraut mit der Liter, der weiß, was er damit anstellen kann. Tidus genauso. Das wird ein schönes Duell. Ersten Picks fallen mir auch auf beiden Seiten. Ja, der Junior hat hier wirklich ein Leben am Limit, kriegt den wunderschönen Pick gegen Pat raus von Bloodline, gegen den Splash, um genau zu sein. Ja, will ein bisschen nach vorne, kriegt einiges an Damage mit, setze ich jetzt mal auf den Tower, fahren auch ein bisschen nach vorne schon mal die ersten 10 Punkte kommen da mal runter. Ich bin hier dabei. Jeder Punkt kann am Ende natürlich zählen und wenn man es so ein bisschen erzwingt, kann gefährlich sein, aber im Duell funktioniert es hier. Erster Checkpoint ist so gut wie weg, der letzte Punkt fehlt. Das war... tun dann weh. Ja, ganz knapp den Checkpoint nicht bekommen, aber trotzdem für die erste Minute ist das schon mal ordentlich, würde ich sagen, die ersten 40 Punkte fast abzubauen. Aber eigentlich der Key-Checkpoint auf diese Map ist eigentlich der zweite Checkpoint, an dem muss man kommen, dann kann man eigentlich erst davon reden, dass es wirklich game-entscheidend werden könnte. Und jetzt viele Picks hier auf jeder Seite, da jetzt zwei da und jetzt nur noch sogar die Elite, der letzte, der am Leben war bei mein Löwe, mein Bär. Und jetzt, ja, Bloodline mit dem Gegenpush jetzt schon am ersten Checkpoint, kriegen den vermutlich sogar durch. Ja, haben sich somit auch die Führung gesichert. Wir sind beim Range Blaster mit dabei, versuchen hier Picks zu holen, aber da kommt ein Flank von der Seite. Das müsste der Shot gewesen sein, exakt. Kann hier ein Pick raus oder zwei Picks. Der Turm bei 53 stehen geblieben. Fährt jetzt da auch wieder zurück. Noctis lässt sich hier wieder rausnehmen vom Splash. Ich habe gut gemacht, denn wir sehen trotz Flank und trotz der Aggression nur auf 53. Diese 10 Punkte Unterschied sind doch recht schnell dann wieder zurückgeholt. Die doch eine ganz, ganz gelungene Defense für mein Bär. Aber sie müssen natürlich auch erstmal selber wieder jetzt in die Position nach vorne kommen. Specials sind used, aber die fehlen aktuell. Ja, ist richtig. Noctis hat es da mal, glaube ich, gerade kurz versucht mit dem Zipcaster da was mit anzustellen und dem Luna. Hat er, glaube ich, nichts bei rausbekommen. Wurde sogar raus. Was genau, aber schöner Pick hier von der Elite. Lässt sich nichts dagegen sagen.
Und jetzt, mein Löwe, mein Bär versucht wieder am ersten Checkpoint, müssen aber nochmal die ganze Laufzeit hier einmal durchbekommen. Kriegen das, erster Checkpoint somit durchfahren, jetzt auch, ja, zum Leadwechsel, zwar nur 3 Punkte, oh, jetzt doch ein bisschen mehr. Raphael dann noch mit dem Junior vorne drin gegen, ja, den Carbon kriegt sogar den Pick raus, nur der, ja, okay, der Carbon kriegt sogar den Pick, aber hat der Unterstützung vom Gott vom Splash, ich weiß es nicht mehr genau, aber Nox ist jetzt mit dem Flank auf der linken Seite mit dem Luna gegen 2 Leute hier, kriegt keinen Pick raus, wird vom Splash rausgenommen. Brazooka und Crab Tank jetzt auch deployed hier von Bloodline, aber sie sind einer weniger im Moment. Hat so ein bisschen das Problem gesehen, an der Kombo von mein Löwe, mein Bär. Zusammen können sie sehr, sehr viel erreichen im Teaming, aber wenn die Blaster nur auf sich gestellt sind, aber was? Ja! Was klären sie? 2 Picks für sie! Der dritte könnte folgen hier. Momo mit dem RB sehr aggressiv. Sucht hier nach den letzten Spielern. Zwingen sie zum Rausspringen und dann sind sie jetzt wieder am Zug. Bubble auch theoretisch ready beim Junior, genauso wie 2 Wavebreaker. Und Noct ist auch noch dazu. Alle Specials. Der Zipcaster, schöner Pick direkt, weil Jana kann hier einmal kurzen Stop reinhauen. Aber jetzt nur der Carbon Roller von Bloodline noch am Leben. Hier direkt am Tower sogar. Kriegt den Trade raus hier auf den Junior. Aber das hindert jetzt erstmal mein Lieber, mein Bär nicht dran, hier sich am zweiten Checkpoint zu versuchen. 40er Marke damit unterstützen. Der Range Blaster da am Tower gegen den Splash kriegt den Pick raus. Der Junior jetzt auf, ja, unter diesem kleinen Zeltchen gegen den Carbon wird er rausgepickt und somit aber trotzdem auf 32 den Push reduziert. Und es sind nur noch knapp 30 Sekunden hier für Platten noch zurückzuschlagen. Das ist eine Ansage, gerade mit dem Timing, wie du gerade schon gemeint hast. Bloodline hat jetzt nicht mehr viele Chancen zurückzukommen. Die Ults stehen, aber Tidus rausgenommen hinten, damit der Support fehlt. Splash fällt ebenfalls. Nur Okami auf dem Carbon mit 10 Sekunden. Alles hängt an einer Spielraum. Voll erwischt. Da ja, ist kein. Voll erwischt Spiel. In den letzten 5 Sekunden. Das besiegelt das Game. Mein Liverman Bear hier mit dem 2. Punkt. Damit, weil wir Best of 3 gerade spielen, der Sieg in diesem Set. Auch für mein Löwe, mein Bär. Völlig verdient, mal wieder gewonnen. Schönes Opening von Bloodline gewesen. Zwar haben da aber im Endeffekt nur diesen einen Push rausbekommen. Und ja, mein Löwe, mein Bär, einfach mit diesem konstanten Druck einfach immer wieder konnten sie da eben dann sich den Sieg hier holen, indem sie immer wieder den Push ein bisschen weiter nach vorne geschoben haben. Auf jeden Fall interessante Comps, die wir hier schon gesehen haben. Pure Aggression, alles baut auf Kills auf und genau das haben sie gemacht. Aber auch für Bloodline, geht ins Loser Bracket, hier ist noch keiner raus, jeder bekommt hier eine zweite Chance, sich zu beweisen. Und dann sehen wir uns gleich in Winners Round 3 wieder. Bis dahin, Snacks auffüllen, reinsubben, Abfahrt. So ist richtig.